Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 Legacy of the Void 2 gegen 2. Aha, ich bekomme eine vernünftige Rasse in diesem Spiel. Das ist doch schön. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ja, das will uns nur nichts bringen. So. Jetzt hat er wieder zwei Partien verloren und ist schon wieder. Oh, ich kann nix, ich bin der Jormund-Modus unterwegs. Ja, so funktioniert das Spiel halt leider. So ist das aufgebaut. Ist tatsächlich so. Also so war Guillaume auch in meiner Formel 1 unterwegs. Oh, so alles traurig. So ist das aufgebaut. Ich habe übrigens die Folge heute geschnitten für EU 4, wo es um die Nachfolge von Guillaume und den ersten geht. Meinst du, äußerst mittelmäßig? Das war schön. Nee, aber das war so ein richtiges Event. Die Nachfolge von Guillaume und dem ersten. Also das war schön. EU 4 müssen wir heute auch noch aufnehmen, Zarok. Da kann ich dann wieder ein bisschen salzig werden. So, was ist das denn hier? Double Forge. Ne, einer hat Forge, einer Dings. Aber mach dich auf einem Kern rasch bereit. Double Forge. Ne, einer macht Forge, der andere Gateway. Ich habe leider nicht geguckt, wer war. Deshalb klaue ich dem jetzt einfach mal das Gas. Ich hoffe, es war der nicht. Du hast dem jetzt nicht wirklich auch Doppelgas geklaut. Natürlich. Aber ich nehme an, dass das der Forgey-Boy war. Wenn der Anti-Forgey-Boy war, dann war das gar nicht das so. War der Forgey-Boy. Dann hat uns davor auch nichts gebracht. Also, ja, aber sagen, immerhin kann er sich jetzt erstmal nur mit Forges weiter bewegen. Guckst du irgendwie, dass du gecannrushed, ob du gecannrushed wirst? Nicht, dass du gecannrushed wirst, weil das wäre blöd. Ja, was ja zu erwarten war. Bau schnell ein Zealot, damit du dann wenigstens. Ja, der Warp-Core ist noch. Der Warp-Core. Ja, das ist ja auch kein. Zealot brauchst ja auch kein Warp-Core. Ja, ein Chrono-Boost. Du musst nämlich diese Probe hier töten. Dafür musst du das immer bereithalten. Und bau ein zweites Gas und bau was mit deinen Workern und... Wenn du noch mehr Stress machst, dann mach ich gar nichts mehr. Ja, aber dann darfst du dich nicht beschweren, dass du immer verlierst, wenn du nichts machst. Und den Waypoint jetzt davor. Du musst diese Probe jetzt töten, ne? Damit du nicht den Highground verlierst. Ja, er ist dumm. Nicht nach unten rennen. Oh, sehr gut. Zwei Stalker. Chrono-Boost, wenn du kannst, genau. Wichtig ist, die Probe unten zu halten, genau. Und die nach innen schicken am besten, ne? Waypoint nach innen halten. Er kontert Zealotet. Ja, macht nix. Nur nicht in Range da bleiben und die Probe fokussen, bevor die was baut, Zalrock! Er macht es nicht, einfach nicht. Nicht in der Dings stehen bleiben. Er schießt einfach. Wo läuft der hin? Was machst du? Scheiße. Auch Zahlrock. Du machst es halt auch einfach nicht. Es wäre so easy. Ich habe gedrückt, aber er hat nicht getan. Nee, du hast nicht gedrückt. Scheißspiel. Diese Wegfindung ist einfach eine Katastrophe. Ach ja, Rock. Das war so ein easy win für uns. Aber die kennen Rush noch immer dich. Was ich einerseits witzig finde, andererseits würde es für unsere Siegchancen deutlich aber besser, wenn die mich wenn du gegen den Cannon Rush verlierst, heißt das immer, du bist der bessere Spieler. Oh, das stimmt nicht. Dann nein, bist du nicht nein. Der schlechtere Spieler dann. Ja, weil der Cannon Rush aber so viel Skill verlangt. Ja, tut er. Ja, du ja, kannst ja nächstes Game mal Cannon Rush und ich will gerne sehen, wie du da riesig ich werde fällst. Mich nicht auf dieses Niveau ja, eines nationalsozialistischen deutschen Arbeiterparteimitglieds ich bin anpassen. Du viel besser, ich spiele Terraner. Alle, die andere Ratte reden, sind voll scheiße. Das ist das Niveau, auf das du dich gerade bewegst. Auf das Niveau, dass der Kenrush einfach komplett behindert ist? Nein. Stürzt richtig von deinem Niveau-Thron, Zarok, ja? Ich weiß, er war nicht besonders hoch, aber trotzdem. Ja, aber höher als jeder Cannon-Rusher auf der ganzen nee, Welt. Nee, absolut nicht. Nein. Absolut nicht. Das ist der Problem an StarCraft. Es gibt so schöne Cannon-Rushes. Also so einen Canning Cannon-Rush zu sehen. Oder jetzt kannst du auch nochmal sehen, nochmal genau mit Gas klauen, Zarok. Weil das sind die gleichen von vor zwei Spielen mit den Swarm-Host. Ja. Wenn wir jetzt nochmal verlieren, dann ist das die Blöde Aufnahme, ist halt, dass ich beendet, wirklich ne? Eine schöne Rasse hatte dieses Mal. Aber es ist halt manchmal ein bisschen schwierig. Cannon-Rush verteidigen ist immer noch nicht die Stärke von Zarok. Das wird es auch nie werden, weil auf dieses Niveau werde ich mich nie herablassen. Das ist halt ein bisschen schade. Sprich von Niveau, ist aber Bayern-Fan, allein das ist ja schon. Ja, genau, das ist wie. Das ist wie Düsseldorfer Siebener Kette spielen oder so. Das macht man nicht. So. Jetzt bin ich Zerg, ist ja meine neuen Main Race. Trotzdem finde ich es schade, dass Zarok mir die Gelegenheit geraubt hat, Protoss zu spielen. Ich kann ja Gjormund anschreiben, vielleicht will der mit dir Protoss spielen. So. Ja, kann ich ja alleine machen. Was ist das denn? Was ist das denn? Wir brauchen mehr Overlords.
Ich weiß nicht, ob das dicht ist. So. Das ist der Hauptsatz, den Klempner immer tätigen. Wie oft hattest du denn schon Klempner? Weiß ich nicht. Ich habe diesen Witz schon mal gebracht. Ich habe Witz bewusst in Anführungsstrichen gesetzt, hat nur keiner gesehen, weil die Kamera ja nicht an ist. Ja, Nergorix hat nämlich wieder hier Nasalprobleme. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, ich könnte tatsächlich die Kamera gleich sogar mal anmachen, aber habe ich keine Lust zu, sagen wir mal ehrlich. Weil dann bin ich wieder so geblendet von dem Licht, des Ruhmes um mich herum, was mich immer umgibt. Was ich dann auf meinem Vorschaubildschirm sehe. Was hast du geraucht? Ich weiß auch nicht, ich bin irgendwie auch gerade ziemlich durch. Aber das liegt daran, dass ich versuche, dich auf andere Gedanken zu bringen, was ja auch nicht geklappt hat. Das passiert, wenn man gegen so behinderte Cannon Rusher spielt. Dann bist du einfach behindert. Ah, wie bauen wir eine frühe Dritte, oder? Ja. Wir brauchen mehr Mineralien. Das sieht nicht richtig aus, aber das wird schon passen. Zu machen kannst du das da gleich. Frage ist, ob du nicht eben eine Wall, die Wall komplettieren willt, weil du hast sie ja beim letzten Mal etwas gereizt, die Gegner, und hattest dann da keine Wall, um das abzufangen. Deshalb böte sich das an, um mal einen schönen Konjunktiv zu verwenden. Da kommen nämlich schon die Linge rüber. Nein, das ist unnötig. Bleib mit dem Reaper zu Hause, 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 bleib mit dem Reaper zu Hause. Wo fliegt, ja, aber ich, warte, ich bin doch, wo fliegt meine Barracks hin? Lande doch da und mach dazu jetzt! Mein Gott, du doofes Gebäude! Boah, das war aber haarscharf, will ich mal behaupten. Wir brauchen mehr. Der baut erstmal eine Shield Battery in seiner Main. Gegen solche Leute haben wir verloren, echt. Ja, ich ich musste kurz meine Gebäude befehligen. Die haben nämlich gemacht, was sie wollten. Ja, ich bin mit 5 Hitcoins entkommen. Das ist die neue Währung. Hitbox, die neue Währung. Jetzt bau doch so ein Scheißvieh mal. Danke. Danke. Für diesen guten Morgen. Danke. Er hat übrigens Banelinge. Neuen Tag. Ich hoffe, du baust gleich so einen Tank. So eine Tanke. Ja, ganz nett. Dass ich all meine Sorgen auf dich... Ich habe keine Ahnung, wie der offizielle Text ist. Marc, ich habe ihn dir gerade gesagt. Habe ich nie aufgepasst. Ja, wie immer. Das war der typische Rock. Da komm, Linge. Ja, Schulde. Bailige! Oh, das wird interessant. Ich habe einen getötet mit einer homöopathischen Dosis an. Aber ich bin ja sogenannter Spitkönig. Hier, einer hierhin, einer dorthin. Ja, so, du bist ja hinter deiner Wall vor allen Dingen, da ist das nicht. Ja, aber wenn der zweimal der Boom macht. Also es wäre jetzt aber gut, wenn du gleich kommst, weil der Protoss ist auch hier. Oh. Aber der Zerg ist schon mal tot. Leider habe ich zwei Queens verloren. Er hat sich gerecallt, bevor du angekommen bist. Was macht dein Medivac und dein Stim? Oh, du hast noch nichts gebaut. Ich meine, das Stim angefangen. Gerade eben. Das ist ein Problem von dir. Du meckerst einfach immer zu viel. Ja, du bist aber heute auch nicht in Topform, Zarok. Ja. Du hast keinen Topf auf dem Kopf. Unsere Streitkräfte. Komm, mach den fertig. Das ist ein Overlord. Ist egal, mach den einfach fertig. Warum habe ich denn so wenig Gas? Herr Rock, sind Sie wirklich jetzt einfach wieder nach Hause gegangen? Ja, natürlich. Oh. Geh doch raus jetzt! Was denn doch da voll im Griff? Ja, er hat Banelinge. Wenn ich einmal nicht aufpasse, ist alles tot von mir. Ja, aber das ist doch kein Grund für einen Alarm. Ja, mach doch jetzt. Ich hab doch der Supply Depot schon. Dann wirf doch dieses Scheißding da ab! Mein Gott! Alter. Wenn ich das nicht abwerfe, ne?
kriegen nichts alleine geschissen, diese Noobs. Warum ist denn hier jetzt schon wieder dieses Vieh weggerannt? Ich verstehe es manchmal nicht. Nein! Hierhin! Es kann doch nicht so schwer sein. Was umarmen diese gespawnten Viecher immer nur meine Queen? Ich hab Medivacs. Herzlichen Glückwunsch. Wollen wir pushen? Wenn du das für eine gute Idee hältst. Ja, gut ist immer noch relativ, aber. Du kannst ja mal scannen, was der Gegner so hat. Vielleicht ist bis dahin noch Stim für dich. Pass auf, der hat Banelinge. Nicht, dass du. Da ist ein Banelinge. Zarox, mit! Lauf! Ich hab's abgefangen, aber du wärst komplett gestorben, wenn wir das. Ich war halt gerade wichtig in meiner. Ja, deine Reaktionszeit ist manchmal auch ein bisschen schwierig. Da kommt er. Herr Rock! Herr Rock ist wieder einfach stehen geblieben. Ja, ich war auch gerade mal. Achtung, da sind Banelinge! Diese Reaktionszeit vom Rock, ne? Das dauert einfach. Ich will mir hier für den nächsten Patch die Pause-Funktion. Herr Rock, können Sie mal kommen, bevor die Swarmhouse hier alle wieder sind? Offensichtlich nicht. Jetzt hat er meinen Tank kaputt gemacht. Fokus, die Viecher! Macht er nicht. Alles muss man hier selber machen. Nein, du hast die Swarmhouse getötet. So, jetzt hilft auch mal der Tank mit. Das ist doch schön. Aber er bleibt wieder einfach stehen. Der Rock. Töte mal diesen Overlord. Dieses beschissene Vieh, was da steht und alles sieht von uns, bitte. Nicht so viel beschweren, dann läuft alles viel besser. Jetzt alles rennt er wieder nach Hause, oder was macht er? Nein, hier? Ich hab gerade geguckt, warte mal, der Base. Ja, du bist doch wieder weiter nach hinten gegangen. Und schon wieder. Da ist er. Wollte wieder erst nicht bauen hier. Und so bleiben wir. Wie sieht's mit weiteren Tanks bei dir aus? Einer müsste gleich nach vorne fahren. Weil das ist eigentlich unsere Secret Weapon hier. Ich bin Supply-Block. Also, ja, Tank kommt gleich. Was ist eigentlich mit diesen Einheiten hier? Ach, das sind Overlords hauptsächlich. Da kommt er. Achtung. Ich hab den Tank aufgestellt. Könnte man sagen. Geh mal auf die Gold, bitte, weil offensichtlich sollte da gerade eine Drohne hinfahren. Aber er sollte die wahrscheinlich gerade bauen. Ja, er wollte die nur bauen. Lass gleich mal durch die Rocks gehen. Es dauert noch ein bisschen, bis ich das freigeräumt habe. Am besten lenkst du so lange noch ein bisschen ab. Zieh mal den anderen Tank schon bitte. Na, ja. Okay, hier ist der Protoss. Herr Rock! Wie ist der Protoss überhaupt hier hingekommen? Von hinten wird jetzt gleich der Zerg kommen, aber das war richtig lecker. Und jetzt vorne durch. Achtung, Banelinge. Ja, wenn alle in den Tank laufen, ist alle gut. In den Tank ist gut. Scan da bitte hoch und attackieren ein bisschen. Aber nur so immer vorpoken, damit wir die Banelinge irgendwie fokussen können. Ja, die meisten sind gestorben. Das ist leicht übertrieben, aber ich wollte das positive Ton verbreiten. Tanks sind, jetzt sind alle Bändige tot. Hoch! Können nix die Viecher hier. Also die Swarmhouse meine ich damit. Ich meine nicht den Gegner. Ich habe eingeladen. Aber könnte man auch sagen. Stell dich auf, hier neuer Dude mit Panzergeschoss. AKA Tank. Das ist die offizielle Spielbezeichnung. Wir haben eine Partie gewonnen. Jawohl. Die war natürlich unter 10 Minuten. Und dann alles nur, weil ich Terraner war. Ja? Das war's für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts ist das Feuerklicken. Und jetzt erstmal von mir. Und euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.